Bei einer Trauerfeier in der Münchner Jesuitenkirche St. Michael haben heute Verwandte und Freunde Abschied von dem Unternehmer Stefan Schörkhuber genommen. Aber auch bekannte Persönlichkeiten aus der Münchner Gesellschaft erwiesen dem Verstorbenen die letzte Ehre. Das trifft man selten, dass erfolgreiche Menschen, Unternehmer mit solcher Bescheidenheit und solcher Menschlichkeit so viel Erfolg haben. Und insofern ist er einer der ganz großen Bayerns. Man wusste und er wusste von Kindesbeinen an, er ist Erbe eines bedeutenden Unternehmens oder wird es später einmal sein. Trotzdem war Bescheidenheit seine hervorstechende Eigenschaft. Er hat keinerlei Aufhebens gemacht um seine Rolle, um seine Aktivitäten. Sehr würdig, sehr würdig. Ein tiefes Gedenken und sehr, sehr schöne Worte von den dreien, die da jetzt am nächsten dran sind, am besten danken können. Ich glaube, würdiger kann man nicht Abschied nehmen. Schörkhuber war letzte Woche überraschend mit 47 an einem Herzinfarkt gestorben. Zur Schörkhuber Unternehmensgruppe gehören neben Bau- und Immobilienfirmen auch mehrere Brauereien.